Ich mache nicht nur ein kurzes Resümee über deine Reise auf den Polarkreis. Was du um Bild könnt, ist nicht unbedingt das, was ich im Text so mit Bilder kommen, aber da rein noch, so wie man die ganze Reise erlebt. Und das, was ich erzählen als Geschichte, das passt nicht unbedingt mit den Bildern über den Nähen. Alle zwei Jahre findet im Polarkreis den Meeting WOMAG, Volvo Owners Meeting at the Arctic Circle statt, wo auch das Jahr Volvo-Frauen sich beteiligt haben, und zwar mit 5 Autos und 11 Leuten. Für aber die Sache interessant zu machen, dann nicht nehmen, riet der Robert zu fahren, waren wir an eine pure Etappe gefahren, und zwar hat man für die ganze Reise 14 Tage gebraucht. Das heißt, wir sind heute zu Lützburg fortgefahren, für bis auf Travemünde, da haben wir das Schiff geholt, für auf Gotland zu fahren, und da haben wir die Stadt Visby mit einem Guide angeguckt. Da haben wir das Schiff geholt, für zurück auf das Festland, und zwar auf Nynäshamn, das ist 60 km vor Stockholm. Und von da sind wir dann mit dem Auto an 2 Etappen raufgefahren, bis auf Luleå, wo wir dann die anderen Leute, die und dem WOMAG teilgeholt haben, begegnet haben. Am Ganzen waren 80 Leute da, davon da, wie gesagt, 11 Lützburger. Es waren Deutsche, es waren Schweizer, es waren Belgier, es waren Schweden dabei. Und die 3 Tage von Freitag, Samstag, Sonntag haben wir dann mit den Leuten zusammen verbracht. Als nächster Tag war ein Meeting auf einem zugefrorenen See. Das war ein Teststreck von Freya Continental, die dort Pneu getestet haben. Da konnte man dann probieren, wie sehr dass man Keier kämen, ohne dass ein Auto aus der Bund flieht. Oder ein Teststreck für die Bremsen oder die Bierjob, Bierjof. Und das war ein Amusement für alle guten die Leute, die dabei waren. Dann sind wir da vier Uhr gefahren. Auf Jokmok, da haben wir an einem Sami-Zelt oves Gies, das heißt, da haben wir Rendeierfleisch an anderen Sachen serviert gekriegt, die um Grill gemacht sind. An den Highlight oves war um 10 Uhr waren Polarlichter zu sehen, und das war während einer ganzen Stunde, wo dann viel Filme und Foto gemacht sind. Dann sind wir 4 Uhr gefahren auf Storfhausen, da das die längsten Stromschnelle kann ich so von Europa, das sind 2 Kilometer lang, und da fällt Wasser um 20 Meter während denen 2 Kilometer. Dat, die See kann ich praktisch so, dass ein See rundherum, wo das Wasser zugefroren ist, und damit ist so eine Insel von ungefähr 20 Meter, wo das Wasser dann den Bierhof durchschießt. Dann waren wir an einem Benzinmuseum, den wir gucken waren, wo ein Mann angefangen hat, für rund 30 Jahre verschiedene Sachen von Autos zu sammeln. Alle Benzinstationen, die er selber aufgerichtet hat, an seiner Halle abgerichtet hat. Und er hat uns gesagt, halt noch mal sammeln, weil die Leute bringen ihm nicht mehr nach, was sie daheim im Speicher fanden. Er selber brachte sich nicht mehr mitzumachen, für sie sich nicht kriegt Brot, und dafür müssen sie eine neue Halle für ein Jahr bauen, für all seine Sachen in den Dach zu kriegen. Thank you.
wie man dann Schweden verlos, so sind wir mit der Fähr über den bosnischen Meerbusen gefahren und die war zugefahren. Für eben rüber zu kommen nach Finnland, haben wir dann einen Eisbrecher gebraucht, den 100 Meter vor uns gefahren ist und einen Schneis gemacht hat, für das Schiff konnte durchkommen. Da waren wir auch an zwei Etappen, wo wir auch kommen sie für dich zu Vasa, dann auf Tampere und als letzte Etappe war Helsinki. Helsinki hat mir regiert, den hat als Perpedes am Tram, den Hanne fährt, die Stadt gewiesen. Ganz schön, aber ziemlich nur russischer Kultur hat das ganz ausgesehen, weil Finnland war ja für eine lange Zeit mal russisch. Dann haben wir die Fähre geholt für auf Travemünde zurück. Und am Normalen braucht die Fähre einen Tag und eine Nacht. Hier haben wir aber meistens 2 Nächte im Schiff bleiben plus einen Tag, weil das den großen Sturm um mir war. Und das Schiff hat meistens ganz durch vorher für uns zu kommen. Das war dann den letzten Tag, wo wir dann zu Travemünde gekommen sind. Und da haben wir dann den Auto rausgeholt aus dem Schiff, wo wir sind. Und 8 Stunden zu Lützburg oben gekommen. Das war als Reis zum Polarkreis.